hallo und herzlich willkommen zur RPC 2014 in Köln. Ich bin heute wieder hier am Stand von Pegasus, wo wir uns den Brettspielen widmen. Ja, bei mir sind der Ben und die Katharina. Hallo. Wir fangen auch direkt mit den beiden Großen hier an. Ben, was kannst du uns zu Crossmaster Arena erzählen? Crossmaster Arena ist ein Miniaturenspiel mit dreidimensionalem Terrain. Es ist ein taktisches Spiel, Spielzeit ungefähr eine Stunde. Ist gerichtet auch an Anfänger, also die auch ins Tabletop-Genre einsteigen wollen und eben gerade durch das schöne Spielmaterial auch damit einen schönen Einstieg bekommen. Das ist jetzt die... Französische oder die deutsche Version von Ankama. Die Pegasus-Version erwarten wir Ende Mai ungefähr. Okay, ist ja auch nicht mehr allzu lange hin. Die Figuren können wir, glaube ich, mal kurz hier vorne zeigen. Das sind diese lustigen, die hier vorne stehen, wenn ich das richtig sehe. Und die sind auch so in diesem Spiel dann da drin? Die sind ganz genau so im Spiel drin. Wie gesagt, es gibt auch dreidimensionales Terrain. Man hat also auch Bäumchen draufstehen und Kisten auf dem Spielbrett. Also es sieht richtig, richtig gut aus. Wird also was geboten. Das andere ist Raumstation Theseus. Der ist auf jeden Fall auch schon raus bei euch. Ja, das ist jetzt erschienen, gerade also heute, um genau zu sein. Ist ein taktisches Spiel. Man ist auf einer Raumstation, man spielt zu zweit oder zu dritt oder zu viert, wie man möchte. Ist besonders gut zu zweit, ist auch richtig gut als Teamspiel. Es ist taktisch, man spielt eine Fraktion und versucht sich auf dieser Raumstation eben die Vorherrschaft zu bekommen. Okay, super. Ja, das waren die beiden großen Brocken. Dann haben wir hier vorne aber noch drei kleinere liegen, zumindest im Format. Ja, sind aber auch inhaltlich eher kleinere. Da haben wir in der Mitte das Vampir-Mau-Mau. Und das ist genau das, was draufsteht, das ist nämlich Mau-Mau mit Vampiren. Und das führt dazu, dass auch Spieler das mal in die Hand nehmen, weil die ja meistens keine normalen Spielkarten mehr in die Hand nehmen, weil sie sagen, das ist für Anfänger. Und es hat eben eine ganz, ganz lustige Grafik und ein ganz schnelles Spiel nach dem Mau-Mau-Prinzip, aber noch mit Sonderfähigkeiten, die aber auch ganz einfach sind, wie andere eine Karte ziehen lassen, Karten tauschen und so weiter. Okay, ja, dann Munchkin natürlich, das sagt den meisten was. Ja, also ich hoffe doch. Da haben wir hier neu das Munchkin Legenden. Danke, Ben. Oh, ja. Da geht es überraschenderweise um Legenden, also um Mythologie, um verschiedene Mythologien. Und das sind dann eben auch die neuen Charaktere, die man spielen kann. Das Grundprinzip ist das gute alte Bekannte, eben mit neuen Monstern, neuen Charakteren. Und, ja. Also auch wieder perfekt kombinierbar mit den Munchkin, das ich schon zu Hause im Schrank stehen genau. habe. Ja, nur noch epischer. Okay, ja, kombinierender bzw. Erweiterung. Ich sehe hier Smash Up. Yep. Smash Up Science Fiction Double Feature. Langer Titel. Ist jetzt mittlerweile die dritte Erweiterung für Smash Up. Und es ist wieder so, dass man es auch als Zweierspiel spielen kann oder eben als Erweiterung dann zu viert. Da gibt es neue Fraktionen, zum Beispiel die Superspione und die Zeitreisenden. Und ja, für Smash Up-Fans gibt es dann noch mehr Chaos und noch mehr Abwechslung. Das heißt, es steht zwar Erweiterung drauf, aber ich kann das jetzt auch, wenn ich mir nur das kaufe, auch alleine spielen. Ja, zu zweit kann man es dann spielen, ja. Genau. Aber eben nicht zu dritt oder zu viert, dafür braucht man dann das Grundspiel. Klar. Ja, das war's für heute. Wir waren diesmal relativ schnell durch, aber mit, ich denke mal, ein paar tollen Spielen. Und auf das freuen wir uns dann, wenn es Ende Mai raus ist bei euch. Das habe ich noch eine Ergänzung. Da gibt es nämlich nicht nur das Grundspiel, da gibt es dann auch Booster mit Figuren. Das, zusätzlich zu denen noch andere Figuren mit eigenen Fähigkeiten, die man auch im Spiel einsetzen kann. Und zusätzlich auch noch im passenden Online-Spiel. Da kann man dann seinen Charakter mit einem Code, der drauf ist, kann man den auch online spielen und kann eben dann das Brettspiel und das Computerspiel kombinieren. Ah, okay. Gut. Dann bedanke ich mich erstmal wieder ganz herzlich bei euch beiden für die Vorstellung der Spiele. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr auf der Spiel wieder und gucken, was ihr dann für uns habt. Jo, bis dann. Bis dann. Tschüss.